Hallo, herzlich willkommen zu einem Pokémon-Floor-Skala-Spiel. Von mir schon das letzte Mal haben wir die VMR-Cutter bekommen. Und irgendwie ist es nicht wirklich R-Cutter, sondern Cut, aber nicht so richtig. Und dieses Mal werden wir erstmal wieder unsere Nia mit ins Team holen. Ha, nichts da zickzack. Obwohl es eine schlaue Idee wäre, es vielleicht drin zu lassen, weil wir übermäßig viele Orte kennen, wo wir Zerschneider einsetzen können. Aber ist erstmal nicht so wichtig. Jetzt wollen wir erstmal kämpfen, vielleicht. So. Natürlich auch mit der Nia ganz vorne, dass sie schöne XP abgreifen kann. Oh. Wolli ist ja gar nicht. Mann, ich wollte kämpfen. Hey, du musst Schaumwehr sein, richtig? Woher weißt du das? Danke, dass du mit Wolli spielst. Mit Wolli gespielt hast du eine Weile. Er ist ein bisschen schwach und voll des Weichei und stinkt und er ist ein Baby. Er war ein Baby, meine ich. Also sind wir hierher gezogen, hab ihn da bei sich zu Hause gelassen, weil er ein Weicher ist. Nein, natürlich nicht. Weil hier ist natürlich die Luft viel sauberer wie im alten Haus. Was? Wo ist Wolli? Er ist schon längst weggegangen und so. Und so Wolli ist schon längst weggegangen. Ich wundere mich, wie weit er bis jetzt gekommen ist. Ja, okay. Hey du. Wolli war wirklich glücklich, als er uns gesagt hat, dass er Pokémon gefangen hat. Es ist Ewigkeiten her, als wir das erste Mal so grinsen gesehen haben, so gelächelt, so glücklich, widerlich. Du kannst schnell hier. Ja, das wissen wir schon. Nerv nicht. Oh, was ist das für ein Oh! Nimm! Das steht bestimmt für Mutti. Nein. Hey du, was ist das für ein M? Hier in der Nähe von Charmosh, da kann man wilde Weimar sehen. Das nennt man, wie war es nochmal? Weimar Watch. Toll. Super. Wer hätte es gedacht? Verdammt. Okay, ich glaube, wir brauchen gleich wieder Zerschneider, aber ich schaue erstmal bei den anderen Sachen rein. Hey, hier. Ich bin gerade einfach hier, bla 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 bla. Okay, labert. Irgendein unnötiges Zeug. Was ist hier drin? Oh, Fanclub oder wie? Kriegen wir von dir was? Ich bin der Stuhlmann. Ja, ja. Nein, natürlich nicht. Ich bin der, dem das den Fanclub hier gehört und so. Und dieser komische Boss-Typ hier zu sein, ist natürlich das Wichtigste. Ja, ja. Niemand kann besser wie ich Pokémon trainieren. Niemand! Also. Ich erkläre dir mal über Pokémon Contests. Na, Contests. Ich dachte von dir kriege ich ein cooles Item und dann labert er so einen Scheiß. Ja, gut. Nein, danke. Gibt's sonst noch irgendwie einen Ort, wo wir rein können, ohne Zerschneider einsetzen zu müssen? Waren wir hier schon drin? Du. Gib mir ein tolles Item. Gib mir Surfer. Ich bin ein Segler-Typi, Seemann. Und die See ist sehr wichtig für mich. Aber weißt du, wenn ich zurück auf Land bin, bla bla, fühle ich mich toll und so. Ja. Ja, schön. Warum labern die alle so viel unnötiges Zeug, Mann? Ich will doch nur Items haben. Sachen umsonst gibt's die hier nicht. Was soll das? Na gut, dann holen wir eben Zickzacks wieder. Obwohl wir auch noch bei Team Magma reinschauen können. Aber weil wir da Zerschneider brauchen, hat das bestimmt was damit zu tun, dass wir da ein Item bekommen. Das Spiel will ja einem nicht umsonst irgendwelche Sachen schenken. Ja. Daran hat es schon gedacht. Wow. So schön wegcutten. Fat. Nein, Moment, da kommen wir her. Ich bin dumm. Du dumm. Aber bevor ich Zickzack wieder wegschicke, schaue ich mal, ob wir hier noch Zerschneider brauchen beim Team Magma Dings. Nein? Okay. Nice. Dann schauen wir da mal gleich mal hin. Mit unserem Pierre natürlich im Team. So. Du. Haha, so, wupp, passt doch. Schön, wir haben auch noch da irgendeinen Typ hier gesehen. Hey du, was machst du hier? Der Weg wie der Wind hier bläst und die Vulkanasche und so bla bla in diese Richtung und ist super schön und alles ist toll und ich bla, okay. Gibt's da niemand, der irgendwas Interessantes sagen kann? Nein? Okay. Oh, cool, Item. Stardust! Wir haben Stern und Staub gefunden. Hey, wie gefällt dir mein Sternstaub? Blödes Schiff, bla bla bla. Mit Surfer kann man hier über die See.
Okay, nichts Interessantes. Ich dachte schon, der sagt ausnahmsweise mal was Wichtiges. Oh, hier ist eine neue Route. Oh, hier können wir weiter. Cool. Okay, dann ist es ziemlich cool. Oh, was zum... Ah, schon mehr, komm her, schnell. Okay. Schau mal, da, die Leute da. Das ist die Magma und die Magma. Die tun voll oft hier die Insel nerven. Diese Insel wird von Team Magma kontrolliert. Team Magma, du hast hier keine Erlaubnis hier zu sein oder so. Verpiss dich. Wir, Team Magma. Wir, Team Magma always have everything und wir haben immer alles auf der See. Die Magma kann uns da nicht hindern. Blablabla. Von jetzt an wird der Chapos Hafen Team Aqua gehört. Ah! Oh nein, was sollen wir nur tun? Da Team Magma und Team Aqua angefangen haben zu kämpfen, ist diese Insel nicht mehr so ruhig wie davor. Wir haben hier den Leuten super viele Probleme gebracht. Helfen wir sie zu punishen, du weißt schon, bestrafen. Huh. Hey ihr Spackos. Hä? Nur diese Kinder? Du willst mich stoppen? Ach, das ist verrückt. Ja, es ist schon verrückt, dass du denkst, dass du eine Chance gegen uns hast. Ha. Ich habe gleich die Hilfe von Nia und meinem kompletten Pokémon-Team und das Video ist voll hohes Level. Wechseln wir einfach mal zu... das ist doof, jetzt haben wir keine Drachenattacke, glaube ich. Haben wir eine? Nee. Egal, wir wechseln einfach mal zu irgendwas hier. Blizzard, der hält den schon gut aus. So, und Fake Out kurz mal. Ja, nicht so viel Schaden, das ist wie erwartet, aber ist die Frage, was Nature Power wird. Ich glaube, wir paralysieren ihn jetzt einfach nur, wenn wir... Oh! Oder wir verbrennen ihn. Oh! Wir verbrennen ihn! Nice! Und der will natürlich unsere Dings wegmachen, unsere, dass wir nicht mehr treffen. So ein blöder Idiot, Mann. Pow! Wow, das war easy. Der hatte nur einen Pokémon. Warte da, ich werde rächen. Ja. Tolles Englisch. Du bist so stark, aber ich habe immer noch Pokémon. Ist doch mal kein Problem, was? Aqua Admin. Oh, der Aqua Admin. Oh mein Gott. Unser Boss hat uns befohlen, hier alle weg. Du hast Glück. Wie es aussieht, sind die endlich weg. Danke schon wieder. Ich lebe hier in der Nähe. Du kannst es mal besuchen, mein Haus, wenn du willst. Magma hat ja auch ein Gebäude auf dem Insel. Vor kurzem waren halt ziemlich viele komische Aktivitäten. Und mit komisch meine ich, es war, dass mir nicht einfällt. Ich denke, wir sollten das mal untersuchen. Aber erstmal sollten wir unsere Pokémon hier heilen. Ich werde für dich beim Team Magma Building warten. Natürlich. Also ja, erst schaue ich hier rein. Hier ist ja gar nicht die Magma, was soll das? Ja, na gut. So, was machst du hier? Irgendwas, bla bla, nicht wichtig. Okay, gut. Und du? Was? Nein, du darfst hier kein Schiff fahren, du bist ein Idiot. Mann, warum beleidigst du mich? Was soll das? So unhöfliche Menschen hier. Na gut, dann machen wir das, was Wally gesagt hat. Und vernichten die Magma. Wohohoho. So, und natürlich heilen wir uns auch davor, so wie es Wally gesagt hat, weil wir machen alles, was Wally sagt, denn Wally ist cool. Oh! Du, friedliche Musik. So, jetzt aber, Safe State, so wie wenn ich es speichern würde. Und nicht weitergehen, erstmal schauen, ob es hier was Schönes gibt. Item? Oh, hey du. Wenn die gute Angel ist echt gut. Ach. Glaubst du mir nicht? Ja, es ist so. Wir denken gleich. Hier, nimm diese super Angel. Oh mein Gott, jetzt haben wir eine gute Angel. Ja. Yeah. Okay, unnötig, egal. Gehen wir dann einfach mal in Team Magmas Gebäude. Ich dachte, Wally will hier sein. Nein? Okay. Dann, oh.
Ist ja ein ziemlich großes Gebäude. Oh Gott. Das kann nicht gut ausgehen. Dann ist es wahrscheinlich hier dieses typische Meisterwahlgebäude. Hey, der hat sich bewegt. Kämpfst du? Du störst uns besser nicht, Kid. Wir versuchen, dieses komische Ding für unsere Zwecke zu wieder zu erwecken. Nein, zu erwecken, zu erwachen, erwecken, was auch immer. Teleportation. Cool. Items. Nice. Ein Sonderbonbon. Sehr schön. Das ist ziemlich cool. Auch wenn ich noch nicht weiß, wem wir das geben sollen. Irgendwann mal wird es bestimmt nützlich. So, Moment. Wir können hier hoch. Was gibt's hier? So viel Wege. Kämpft ihr mit uns? Hey, du. Diese Insel ist brillant für unsere Forschungen. Blabla, die Magma nervt uns. Blabla ist nervig. Okay, gut. Dann schauen wir einfach mal hier unten lang. Was gibt's hier? Hier wird gekämpft. Nicht schlecht. Dann vernichten wir ihn einfach mal. Oh, hier ist ja gar nichts anderes. Okay. Was machst du hier? Nerven? Was sonst? Watchdog. Mann, was soll das? Dieses Drecksvieh. Okay. Stimmt, wir haben noch nichts gegen ihn. Dann müsste erstmal unser Bär sich entwickeln. Verdammt. Dann nehmen wir... Los, Mund Yoshi, du hast schon lange nicht mehr gekämpft. Du darfst jetzt auch mal wieder. Du vernichtest ihn einfach mit Flammenrad. Wenigstens haben wir ihn verbrannt, also ist er Two-Hit. Ja, irgendwie hält er ziemlich viel aus. Slugma. Auch easy zu vernichten. Ich zeig dir jetzt mal, wie dein Slugma ihn nicht übernehmen wird. Boom! Oh Mann. So, und warum zur Hölle kann man hier hin? Gibt es hier irgendwie ein unsichtbares Item oder? Nein, wirklich? Ist es hier komplett nutzlos? Super. Roy, unser Scientist, unser Wissenschaftler, der hier alles rausfindet über Trouden. Wir werden es bald finden. Ah, die Dings da und so. Ich habe das am Anfang ein bisschen komisch übersetzt. Also, hat doch irgendwie Sinn gemacht eigentlich, aber egal. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Nicht so wichtig. So, hey du Waschlappen, kämpf gegen uns. Die Magma, blablabla. Oh mein Gott. Oh, Golbat. Ah, oh, wie niedlich. Ist aber nicht mehr allzu lange. Oh. Warum? Warum macht jedes Drecksgegner viel so viel Schaden? Wirklich daneben? Komm schon, treff. Ah, so wenig Schaden. Boom. Alter. Was soll denn mit dem ab? Manche Gegner haben einfach zufälligerweise irgendwelche Pokémon, die super stark sind. Und sonst ist der Rest super schwach. Ich denke, die können sich irgendwie nicht entscheiden. Mann. So, schnell wieder zurück und... zum Pokémon heilen, das geht ja so gar nicht. So, ich hoffe, dass wir in dem Gebäude von Team Magma keinen Zerschneider brauchen. Das wird ziemlich doof. So, So, zum Glück haben wir die Power vom Vorspulen. Hey, du Skrapp. Ah, du solltest hier nicht sein, ich werde gewinnen. Okay. Porygon. Mal schauen, wie stark Nia mittlerweile ist. Ich glaube, das liegt an der Attacke. Ich sollte ihr gleich mal eine tolle VM geben. Oh Gott. Der hat sich geheilt, der Hund. Was soll das? Der Schummel. Mann. So, Super Potion. Willst mich verarschen? Na gut, dann tun wir... hat er so viel Schaden. Vernichte ihn, er hat's verdient. Alter. Warum sind die alle so doof? Mann. So. Schön Super Potions reinhauen. So, was wollte ich jetzt machen? Achso, ja, VMs. Was gibt's denn? Wir könnten jemand Headbutt eingeben. Ist gar nicht mal so doof. Nur die Frage, wem? Weil Headbutt ist, glaube ich, damit kann man, glaube ich, Bäume anhauen. Egal, unwichtig. So, wir haben keine gute Form. Weg damit. Nicht so wichtig. Die Magma. Magma, du Scrublord. Blablabla. Bla, bla. Hey, warte, was? Du hast gar nicht gekämpft. Was sagst du? Das ist, wo wir... dieser Ort ist, wo wir die Magma arbeiten. Was sollen wir denn tun? Wir
Wir sollten unsere Träume hinterherdings und so. Du weißt schon. Tolle Sprichwörter fürs Leben, bla bla. Hey du. Ja, natürlich kann ich das Labyrinth hier lösen. Kein Problem, pass auf. Oh, hey du. Ha, endlich. Ich hab schon gewartet, bis irgendjemand gegen uns wieder kämpfen will. Und mal schauen, wie stark ist der. Ah, endlich mal jemanden, den wir vernichten können mit dir. Nur noch Zeit. Boom, level up. So. Nur die Frage, ob wir genug Heil-Items für den Team Magma-Dings hier haben. So, wo kommen wir hier hin? Oh, es ist wirklich so eine Art Labyrinth. Oh Gott, ich hoffe, ich werde hier nicht irgendwie hängen bleiben. Hey du. Wow. Ein Top-Beleber. Nicht schlecht, also wirklich nicht. So, schön weiter. Hey du. Auch jemand, der nicht kämpfen will. Die sind alle so langweilig. Gibt es hier wenigstens irgendwo einen Ort, wo man heilen kann? Falls hier zu viele irgendwann kommen, die kämpfen wollen? Das wird bestimmt auch passieren. Dass ich irgendwann Probleme habe mit zu vielen Gegnern. Oh Gott, wirklich. Treff dich nicht selbst. Oh, nice. Oh, Magby, natürlich wollen wir wechseln. Ja, du schaffst es schon. So, schön, vernichte. Oh, was zur Hölle? Warum machen die alle so viel Schaden? Warum macht jeder von denen so viel Schaden? Was soll das eigentlich? Na egal. Wir haben es überlebt, das ist alles gut. Und wie? Wir müssen da rechts hin, oder wie? Dann, oh. Oh, das ist ja, scheint wichtig zu sein. Ich schaue einfach mal. Oh, es ist schon mal nicht richtig. Und ich denke mal links, Mitte, rechts und dann nochmal und dann links. Oh, wir haben es gleich von Anfang an geschafft. Was gibt's hier? Meisterball? Oh, Raub. Das könnte ganz nützlich sein, aber die Gegner haben hier eh hier Items, also ist gar nicht mal so nützlich. Also relativ unwichtig. So, wie kommen wir hier zurück? Ah, was sagst du denn? So, das war ziemlich unnötig. Nein! Unnötig. Aber wenn wir hier das austricksen, boom, können wir hier hin. Und das bringt uns was? Oh, das Wolli. Okay, dann sind wir wahrscheinlich jetzt schon richtig. Also würde ich mal sagen, dass ich jetzt erstmal die Folge beende. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.